Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Newcastle United ist heute wieder am Start und wir haben einen Moschny oder Mosny oder Momo, irgendwie sowas. Auf jeden Fall viele junge Spieler, die wir alle nicht haben wollen. Im Gegensatz zu Bart Finne, der für mich einer der größten, tollsten Anwärter für den Titel der junge Lord ist und den ich ganz gerne haben würde. Aber dazu ja, kommen wir frühestens im Winter und da sind wir noch nicht. Wir sind momentan erstmal beim Spiel gegen den FC Liverpool. Das heißt Traditionsverein gegen, Tradition wie Tradition, ne? Gegen den neuen Superstar, gegen den neuen Superstar des englischen Fußballs, kann man eigentlich fast schon sagen. Ja, weil wir haben schon mal die Meisterschaft gewonnen. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Allgemein haben wir auch so viele Superstars in unseren Reihen. Die werden wir jetzt gerade mal wieder reinberufen in das Team, denn wir haben ja im Pokal mal wieder mit Jugend Forsch gespielt und dementsprechend muss da jetzt sich einiges ändern. Unter anderem Stindl auf der 6 oder auch Laporte in die Startelf, den ich gleich übrigens verzweifelt suchen werde und nicht finden werde. Das ist immer relativ lustig, weil irgendwie ist das der einzige Spiel, der mir immer wieder verloren geht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist nun mal so. Und hier suche ich ihn, glaube ich, gerade schon, wenn ich mich nicht recht täusche. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall wollen wir mit A11 natürlich spielen gegen Liverpool. Danach geht es noch weiter und zwar in der Champions League gegen RSC Anderlecht. Das heißt, auch das wird ein schweres Spiel. Belgische Teams sind allgemein in FIFA mal relativ stark, habe ich so das Gefühl. Ich meine, gerade Anderlecht mit Mitrovic, mit Pratt, mit Tielemans sind natürlich auch von der Jugend her sehr, sehr stark und haben sehr, sehr viele talentierte Spieler, die sich auch gut entwickeln vom Potenzial her. Von daher wird es auf jeden Fall spannend werden. Wir müssen hier noch was ändern. Und zwar steht Nightingale noch in der Startelf. Die müssen wir rauspacken und Cabella reintun. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, starten wir ein Spiel gegen Liverpool. Ich wünsche euch viel Spaß. Übrigens, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem wir 3 Punkte geholt haben. Traditionsverein gegen den Emporkömmling des englischen Fußballs Liverpool an der Anfield Road gegen Newcastle United. Es sollte eine spannende Partie werden. Beide Vereine mit guten Kadern, guten Spielern und der Topstar saß bei Liverpool aber auf der Bank. Dazu gleich mehr. Zunächst mal die Tabellensituation. Newcastle auf Tabellenplatz 3, 3 Punkte dahinter. Liverpool auf Tabellenplatz 9. Soweit ist die Liga jetzt schon auseinander, was ziemlich beeindruckend ist. Die Fans, denen war das relativ egal. Die machten hier eine richtig gute Stimmung an der Anfield Road. So sind wir das ja gewohnt. Und Newcastle wollte sich natürlich davon nicht beeindrucken lassen, hatten einige mitgereiste Fans mitgebracht und auch eine sehr, sehr gute Startaufstellung nach dem Weiterkommen im Pokal. Natürlich wieder auf vielen Positionen verändert, denn er spielte nicht mehr Jugendforsch, er spielte nicht mehr die B11, er spielte jetzt wieder die A11 gegen den Superkader von Liverpool. Wie gesagt, da fehlte einer der Stars und darauf gucken wir gleich. Hier sehen wir den Star bei Newcastle, den Kapitän Zlatan Ibrahimovic in seiner eventuell letzten Saison für die Magpies bzw. allgemeine Profifußball. Liverpool mit Mignolet, Johnson, Iori, Sarko und Enrique in der Defensive davor, Matuidi und Henderson, dann Sterling, Assaidi und Lallana in der Offensive hinter Fabio Borini. Also der größte Star auf der Bank, Vidal, der nicht spielte im Gegensatz zu Henderson. Und Balotelli, ja, der saß auch auf der Bank, dafür stand Borini in der Sturmspitze. Also relativ beeindruckend, was der gute Brendan Rodgers da versuchte. Auf der anderen Seite Begovic, Chambers, Laporte, Sané, Mendy, Stindl, Niang, Reus, Cabella, Remy und Ibrahimovic. Das heißt Top-Besetzung bei den Magpies. Und die mit den mitgebrachten Tunes, wie gesagt, wollten hier halt auch für gute Stimmung sorgen, für schönen Fußball sorgen und wollten hier 3 Punkte mitnehmen. Vidal, der war nicht ganz zufrieden mit seiner Rolle auf der Bank, der 30-jährige Chilene. Allerdings musste er sich damit abfinden und sah wie seine Kollegen relativ guten Start in die Partie fanden. Wir gehen in die erste Szene und das ist Raheem Sterling. Das junge Talent geht über außen, kriegt den Doppelpass, geht weiter in die Mitte, macht das da klasse. Ist im 16er der Schuss von Begovic abgewehrt und erstmal geklärt, aber nicht konsequent, denn der Ball kommt zu Johnson. Der spielt den Ball wieder in die Mitte, beziehungsweise erst auf außen auf Sterling. Sterling mit dem Pass in die Mitte und da ist Fabio Borini auf Lallana. 1:0, vierte Spielminute. So schnell kann das gehen. Liverpool in Führung und das aufgrund der Übersicht von Fabio Borini nicht im Abseits da hinten. Lallana, auch wenn es so aussah, es war minimal und hauchzart, aber es blieb so beim 1:0, beziehungsweise beim Tor zum 1:0. Es ging weiter mit Liverpool, die versuchten es, Borini hier mit einem etwas schwächeren Schuss, das hätte vielleicht Balotelli besser gemacht, so blieb es aber beim 1:0 und es ging nur weiter in die Richtung der Magpies. Henderson versucht es hier mal und Begovic war dann da und dann kam der Gegenangriff und dann kam Newcastle das erste Mal vor das Tor mit Remy Cabella, dem Zehner, dem Spielmacher, der setzt sich durch in der Defensive. Keiner greift ihn wirklich an, 1:1, 20. Minute. Die erste Offensivaktion der Magpies, der erste Angriff überhaupt in der Partie und naja, der erste Abschluss sitzt dann direkt mal im Kasten von Simon Mignolet. Der kann da wenig machen, sehr schlecht verteidigt, sehr lapidar und naiv verteidigt von der Defensive. Die warten darauf, dass der irgendwie früher schießt, macht er nicht. Im Endeffekt läuft er durch bis zum Elfmeterpunkt, dann hat er kein Problem mehr, diesen Ball einzuschieben. Liverpool war verunsichert, spielte aber weiter gut nach vorne, Ball wieder auf Lallana und der spielt nach vorne auf Borini. Das Ganze aber abgewehrt von Begovic. Es blieb beim 1:1 und Newcastle wurde langsam stärker. Die kamen jetzt mehr nach vorne und das macht
machten sie auch richtig, richtig gut. Hier nochmal stark übergegriffen von Asmir Begovic, dem bosnischen Superstar bei Newcastle. Der Ball kommt hier auf Zlatan Ibrahimovic, der legt den nochmal ab und da ist Kabeja. Hat ja schon das 1:1 gemacht, versucht, hier wird abgeblockt, Reus wird abgeblockt und dann ist nochmal Remy da, der wird auch abgeblockt. Young legt den Ball wieder schlau zurück in den Rückraum, da ist Kabeja nochmal direkt unter 2:1. Wunderbar gemacht von Remy Kabeja, 45. Minute. Der Franzose macht tatsächlich hier den Unterschied und dreht die Partie quasi im Alleingang, hatte diesen Angriff bzw. diese Offensivaktion mit seinem Volley schon eingeleitet und macht dann diesen Ball hier perfekt rein. Dropkick in die linke untere Torecke, keine Chance für Mignolet da irgendwie noch dran zu kommen, Schuss auch verdeckt und dementsprechend stand 1:2 aus Sicht von Liverpool. Die Fans waren damit nicht so sonderlich zufrieden, die Tuns, die mitgerösten, ja, schon ein bisschen eher. Sterling, der musste in der zweiten Halbzeit wieder ranklotzen und es ging weiter mit Liverpool, allerdings in der Defensive. Henderson macht hier den Fehler und foult Remy und wir haben ja bereits 2 Tore von Kabeja gesehen und Freistöße kann der auch besonders gut. Die Mauer steht in Ordnung, springt auch und Mignolet ist da. Der Ball gegen den Pfosten, ganz knapp, fast der Hattrick hier von Remy Kabeja und dann ging es auf der anderen Seite weiter mit Lallana, der Ball in die Spitze zu Borini, der scheitert zunächst am gut parierenden Asmir Begovic, wieder mal schlecht geklärt, Ball zu Matuidi, nochmal Borini, abgefälscht und drin das Ding. 2:2, 55. Minute, Liverpool war zurück und es stand ja wieder unentschieden. Richtig bitter für die Defensive, beziehungsweise vor allem für Begovic, der klasse gehalten hatte beim ersten Versuch für und von Borini, dass er diesen zweiten Ball dann nicht mehr parieren kann. War aber nicht wirklich seine Schuld, denn das Ganze war abgefälscht, schlecht hier geklärt von Niang im eigenen 16er und dass das Ding dann so abgefälscht wird, da kann man natürlich absolut nichts mehr machen. Aber Newcastle versucht es weiter nach vorne, die hatten jetzt Mut gesammelt. Ball auf Ibrahimovic, der ist schneller als Iori, macht das dann klasse. Ibrahimovic im 16er lässt sich abdrehen, kommt nochmal zum Schuss und den hätte der vor ein paar Monaten noch reingemacht. Momentan nicht in Form, Zlatan Ibrahimovic trifft das Tor einfach nicht, anders als Remy. Dann kam Reus über außen wieder mal, hat das klasse hier gemacht, versucht es ja öfter in letzter Zeit, geht in den 16er, der Schuss abgefällt von Remy und da steht es 2:3. Wie gerade angesprochen, Remy momentan in Bestform, sein 4. Tor im 4. Spiel für die Magpies und das war wieder mal etwas glücklich, denn er fälscht den Ball hier nur ab. Reus, ja, auf den geht der Treffer zu 90%, aber Mignolet muss mit dem abfälschen Schuss von Remy dann rechnen und kann den Ball dann nicht mehr halten. Auf der anderen Seite versucht Henderson nochmal, 70. Spielminute, Liverpool versuchte also direkt zu antworten, schaffte das aber nicht so wirklich, weil Newcastle hinten besser stand. Vidal mittlerweile eingewechselt und Begovic ohne große Probleme, Johnson geht dann auf außen und es kam die Schlussphase. Reus auf den eingewechselten Campbell, kam für Ibrahimovic, sollte mit mehr Tempo für Konterattacken sorgen, schafft das hier gegen Iori und dann kommt die Flanke in die Mitte und da ist wieder Loa Remy, Doppelpack vom Franzosen, 4:2, 89. Minute, die Entscheidung an der Anfield Road. Wunderbar gemacht vom eingewechselten Campbell, der geht über außen, der junge Engländer flankt in die Mitte und da ist dann Remy, hat mehr Sprungkraft als José Enrique und im Endeffekt ist Mignolet chancenlos. 4:2 also am Ende, es war die letzte Aktion der Partie. Newcastle sammelt 3 wichtige Punkte, setzt sich einmal von Liverpool mit 6 Punkten ab und bleibt auch oben mit dabei. Genauso muss das sein, die Tuns äußerst zufrieden und Liverpool nach starkem Anfang und guten Chancen trotzdem hier ohne wirkliche Chance gegen Newcastle. Ja, ich denke mal, das war ganz solide. An der Anfield Road kannst du mal 4:2 gewinnen. Es war jetzt nicht so einfach, aber ich denke mal, das war auch klar, denn so schlecht ist ja Liverpool auch wieder nicht. Aber gut, 3 Punkte sind 3 Punkte. Begovic ist froh, dass er eingesetzt wurde, was natürlich auch ganz klar ist. Und wie gesagt, es geht jetzt gleich gegen den RSC Anderlecht. Das ist auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, muss man dazu sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie das gegen die laufen wird, denn wie gesagt, sie haben halt viele junge Spieler und gerade in FIFA sind die teilweise immer ziemlich, ziemlich stark. Berahino hat mittlerweile ein Rating von 74 mit 24, ist dementsprechend nicht mehr so interessant. Wir lassen ihn trotzdem genauso wie Assam Balanga auf der Beobachtungsliste, machen die Pressekonferenz und dann gehen wir auch fast schon rein ins Spielchen. Wir müssen nur noch die Startaufstellung bearbeiten und die muss sich ein bisschen ändern, denn wir haben ein paar Spieler, die ein bisschen außer Atem sind. Ich habe zum Ende hin noch gewechselt und damit noch ein bisschen was gerettet, aber naja, nicht mehr so viel. Ich glaube aber trotzdem, wir gehen mit der gleichen Aufstellung in die Partie, abgesehen von Stindl, der durch Sippel ersetzt wird und ich glaube, das war es dann fast schon. Es sieht fast so aus, Geis geht dann von der Bank runter, dafür kommt halt Stindl wieder auf die Bank und ja, anscheinend war es das tatsächlich schon oder geht ein Young noch runter? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall kann Campbell nicht rechtes Mittelfeld spielen, wie ich feststellen musste, weswegen glaube ich, dass keiner kann und Niang anfangen muss. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, denn der ist ja auch gut. Der kann dann sowohl rechts als auch im Sturm und auch wenn Kabeja ein rechtes Mittelfeld in Format in Ultimate Team kann das nicht in FIFA spielen, von daher kann auch Nightingale nicht auf der 10 spielen. Ist ja auch egal. Wir gehen ins nächste Spiel. Viel Spaß und bis gleich.
Das nächste Spiel gegen den RSC Anderlecht, Newcastle nach dem Sieg in der Liga und nach dem Sieg in den ersten beiden Spielen der Champions League mit breiter Brust gegen die Belgier, die allerdings hier im heimischen Stadion eine richtig schöne Choreo auffuhren und dementsprechend ja hier quasi gewinnen wollten. Es gab einen Sieg bisher und eine Niederlage für Anderlecht, also relativ bitter bisher gestartet in diese Champions League-Saison. Der Sieg natürlich für Newcastle, nicht für Anderlecht. Und sie wollten dementsprechend gerade zu Hause die Punkte holen, mussten sie auch, wenn sie zumindest die Chance auf die Europa League wahren wollten, also Platz 3. Aber schon das Weiterkommen ins Achtelfinale wäre natürlich das eigentliche Ziel und ein Traum für die Fans von Anderlecht. In dieser sehr starken Gruppe sind sie ja der Außenseiter, aber gerade zu Hause, wie jetzt mehrmals angesprochen, können sie was reißen. Ibrahimovic stand wieder in der Startelf, zuletzt nicht gut in Form, aber trotzdem gerade in der Champions League natürlich seine quasi große Bühne nochmal und dementsprechend stand er ja in der Elf von MGT. Proto van den Borrel, Neuting und Mbemba dann in der Verteidigung zusammen noch mit dem Sakala, Tielemans, Defour, Nacha, Kviestan, Prat und Mitrovic in der Offensive. Das ist eine Elf, die relativ jung ist mit ein paar erfahrenen Spielern. Das ist wirklich ein super Kader, den der RSC Anderlecht da hat. Gerade mit vielen jungen Talenten aus der eigenen Jugend. Dafür stehen sie ja, die Talentschmiede aus ja, Anderlecht. Newcastle auf der anderen Seite, der Emporkömmling aus England mit Begovic im Tor, Sané, Laporte, Chambers, Mendy, Sipilniang, Reus, Kabeja, Ibrahimovic und Loire. Mino, eine Änderung im Vergleich zum Ligaspiel, und zwar stand Sippel auf der 6 und sie starteten gut in die Partie, genauso wie sie am Ende gegen Liverpool gespielt hatten. Der Ball kommt hier auf Mendy nach dem Doppelpass mit Reus, der versucht es erstmal mit der Flanke in die Mitte und Remy ist ja kopfballstark, kommt hier aber nicht ran. Es bleibt beim 0:0. Allgemein eine sehr highlightarme Partie. Es passierte wenig in der Anfangsphase. 25. Minute mal ein Eckball und ein Kopfball von Sané, aber der wird auch nicht so wirklich gefährlich. Erst der Nachschuss von Mendy, kann auch mal für Gefahr sorgen, wird aber auch abgefälscht. Dementsprechend bleibt es beim 0:0. Kurz, ja, danach dann auf der anderen Seite die erste Chance für Anderlecht. Tielemans geht hier über außen, macht das gut. Der Ball in die Mitte auf Defour. Defour mit dem Schuss stand nicht im Abseits, die Abwehr hat abgeschaltet und Begovic muss mit dem rechten Fuß retten. Der Konter wird eingeleitet, es ist ungeschnitten und hier ist Loiremi, wie gesagt, in überragender Form zurzeit, trifft in jedem Spiel hier mit seiner Geschwindigkeit. Der Schuss und 1:0, 35. Spielminute, so schnell kann es gehen. Einen Remy in Topform, kann auch die Defensive von Anderlecht nicht stoppen. Wunderbares Solo vom Franzosen, der direkte Konter auf die Chance von Defour und ist schon 1:0. Kurz vor der Halbzeit auch nochmal eine Chance. Juri Tielemans bei der Ecke bringt den Ball in die Mitte beziehungsweise auf die 16er Kante, da ist nochmal Neuting abgefälscht, nochmal Mitrovic mit dem Versuch und im Endeffekt wird dabei geklärt und es ist Halbzeit in Anderlecht. Eine relativ interessante Partie mit wenigen Torraumszenen, also bisher wenige Chancen, die Fans zu sehen bekamen, auch die Mitgereisten aus England natürlich, aber in der zweiten Halbzeit sollte sich das ehrlich gesagt nicht großartig ändern. Bereits die 67. Minute, als Pratt über außen geht, den Ball nochmal von Tielemans zurückbekommt, die Flanke auf den zweiten Pfosten ist nicht so gut, aber nach Ra gegen Mendy, der Mann aus Honduras fällt und es gibt den Elfmeter für Anderlecht. Bitter in dieser Situation, dass Mendy sich da wirklich nicht gut anstellt gegen ja, den kleinen ja, Nacha. Das war alles andere als eine eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter. Wir gucken uns das in der Wiederholung an. Er geht zum Ball, er versucht da ranzugehen. Nacha springt quasi in Mendy rein und fällt dann von ihm ab. Also dementsprechend sehr strittige Entscheidung. Aber die Chance für Tielemans auf 1:1 zu stellen, die nutzt er auch. Tor für Anderlecht in der 70. Minute also, war der Außenseiter der Liga bzw. der Gruppe, sagen wir es mal so, wieder da. Und das war überraschend, denn Newcastle hatte alles im Griff, gerade in der Defensive, abgesehen von der Chance von Defour, absolut nichts zugelassen. Offensiv zwar auch nicht viel gemacht, aber halt wirklich auch eigentlich keine Torgefahr heraufbeschworen. Doch das brachte jetzt alles nicht mehr. Sie versuchten es nochmal nach vorne zu kommen über Cabella, 90. Minute bereits, also passierte wirklich überhaupt nicht, denn jetzt stand auch Anderlecht hinten sicher. Nightingale mittlerweile eingewechselt auf Remy, der auf Campbell auch eingewechselt für Ibrahimovic wieder, geht über außen mit seiner Geschwindigkeit, versucht das hier gut, er dreht sich dann nochmal und die Flanke auf Remy ist eine gute Idee, aber der wird geschubst, fällt aber nicht und dementsprechend bleibt es hier beim 1:1 unentschieden zwischen Anderlecht und Newcastle im zweiten Gruppenspiel. Der vierte Punkt für ja, die Magpies, das war trotzdem nicht eingeplant, es war ein Sieg geplant. Sie schaffen hier nun unentschieden und gerade für Anderlecht ist das vielleicht ein Mutmacher für die nächsten Spiele, denn so wie sie heute aufgetreten sind, können sie auch gegen PSG oder gegen Inter Mailand gewinnen. 1:1 zwischen Anderlecht und Newcastle. So, das war alles andere als geplant, wie ich gerade bereits gesagt habe. Es bleibt beim 1:1. Bitter, 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 dass Nacha da so hinfällt gegen Mendy, aber da kann man halt nichts machen. Und im Endeffekt haben wir immerhin 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen und das ist gar nicht mal so schlecht. In der Liga sind wir mittlerweile auch auf der Tabellenplatz 2, haben 2 Punkte Vorsprung vor Arsenal und in der nächsten Episode wollen wir das ausbauen bzw. halten im Idealfall bzw. auch ein paar Punkte zu dem 2 Punkte entfernten Superstar-Verein aus City aufschließen. Ich weiß nicht, warum ich gerade so abgehackt rede, aber das ist irgendwie gerade in meiner Natur. Ich habe keine Ahnung, wieso. Gut, das war's von dieser Episode. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt noch das schöne Wetter genießen, glaube ich. Bis dann, haut rein und ciao.